So, und weiter geht's. Und weiter geht's. Diesmal mit der Quest. So, warum ist meine Map nicht draußen? Ausgangsportal. Tor zur Stadt. Hä? Warte mal, warum habe ich keine... Ach, ich habe jetzt so lange keine Quest mehr gemacht. Dass das relativ... Wasser strömt aus den Ruinen über mir und fällt hinab in die Vergessenheit. Diese Höhlen haben die Zeiten in ihrer ganzen Urtümlichkeit überdauert. Die Glutsteinadern verändern sich mit meinem Abstieg. Ein Farbwechsel, erst verborgen, dann strahlend und glitzernd. Er fasziniert mich heute noch, ebenso wie in meiner Jugend. Selbst der Pesthauch scheint hier reiner zu sein. Mein Experiment hätte glücken können, wenn ich Glutstein aus der Tiefe des Berges verwendet hätte, näher an der Quelle. Natürlich ist da immer noch die Verderbtheit. Aber wenn das Leben kein Ende mehr kennt, wird das bedeutungslos. Vielleicht erreiche ich hier mehr, als ich mir je erträumt habe. Na dann. Das ist die Tutara-Höhlen. Ich würde mal gucken, wie ich die Map einstellen kann. Na gut, machen wir einfach mal mit der Hauptstory endlich mal weiter. So, das gab ein bisschen Ruhm. Okay, die sind nicht alle One-Hit, das bedeutet, es ist schon mal ganz gut. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ja, gut, wenn ich jetzt Horizon Zero Dawn nicht mehr spiele, also als Let's Play, dann habe ich auch die Zeit für andere Sachen. Da kann ich mal gucken, ob ich, wie gesagt, dann haue ich jetzt einfach mal Torchlight fertig als Aufnahme und gucke da mal, ob ich was anderes anfange. Und das sollte dann machbar sein. Quest erfüllt. Stimmt, das war die von diesem Roboter Barden. Wunderbar. Oh, schon voll. Das ist ja... das ist ja echt lustig. Feuer und Mana brauche ich nicht. Wunderbar.
Ja, ich habe alles, was ich brauche. Money habe ich auch wieder ein bisschen was in der Bank. Das ist ganz gut. Ah, jetzt habe ich wieder eine Karte. Ich weiß nicht, warum das eben nicht der Fall war. Aber na gut. Ich will mich da nicht beklagen. Mit meinem Pfeilhagel läuft da sowieso alles super. Oh, ich liebe es. Der Pfeilhagel ist wunderbar von der Dame hier. Die Elaine, das ist eine Dame, mit der will ich mir nicht verscherzen. Oh, diese scheiß kleinen Pilze da. Wunderbar. Warte mal, ich will erstmal hier lang, aber ich glaube... Okay, ist nur eine Brücke. Verstehe. Warte mal, bevor ich hier großartig... Ach komm schon. Ist doch eh nur ein Skill. Guck's dir an. So, okay, das kann rüber, das kann rüber, das. Mein Inventar ist voll. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Das kann auch alles weg. Ja, das kann alles weg. Stufe 10, ja. Geschicklichkeit und Magie brauche ich eigentlich nicht. Erhöhte Erfahrung wäre natürlich super. Mache ich das mal. Weil ich meine, 3 Geschick und 5 Magie ist zwar ganz nett, aber brauche ich jetzt doch nicht. Zumindest nicht mehr. Weg. Stadtportal an sich auch, weil... Ja. Na gut. Warum so viel? Warum werde ich jetzt mit Loot überhaupt... Oh. Nein, schade. Ich dachte, es wäre eine... schöne Waffe. Hätte mich gefreut. Ansonsten kommt hier nichts raus. Ich glaube, das sind wirklich nur diese gelben Hütten. Mein Inventar ist voll. Nach Tara braucht noch 15 Sekunden. Ich will das nicht liegen lassen, aber. Was frisst denn da so viel? Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Oh, super, endlich. Die Nachtara hat das gleiche Inventar wie ich. Okay. Du meinen Feenruhe, du Lümmel. Oh.
Lässt du mein Feenrohr? Beziehungsweise nicht mein Vieh, sondern mein Nachtara. Ja, da habe ich nicht genug gezielt. So, drei Sachen kann Nachtara noch nehmen. Weißt du was? Und dann ist das, das und eine Sache noch. Dann ist der Käse ja auch gegessen. Ich glaube sowieso, dass ich hier mittlerweile zu overpowered bin. So. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Na gut. Wo will ich lang? Gut. Alles klar. Dann mache ich das. Ach, es gibt sowieso noch so viele Spiele, die ich gerne mal spielen würde. So, komplett als Let's Play wäre es schon ganz nett. Aber da gibt es eigentlich kein Aber. Ich wollte halt nicht mit so vielen Spielen anfangen. Gibt es hier noch Battle Chasers? Oh, Schrein der Verzauberung. Gut, wunderbar. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie seit Dark Souls 1 immer so ein... Nein, das wollte ich doch gar nicht! Ich wollte doch nicht... Ich wollte es nicht... Ist egal. Obwohl, nee, ist es nicht. Ich kann mir das Ding wiederholen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Glutschein ist, den ich wirklich brauche. Seit, was wollte ich eben sagen, seit Dark Souls 1 bin ich, was Mimics und Truhen angeht, immer ein bisschen vorsichtig. Obwohl nicht. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Hast aber wenig Gold gekriegt nach Tara. Und Inventar fast wieder voll gemacht. So, okay, hier ist alles fertig. Hier auch. Ich glaube, mir kommen so langsam... Die Stille gefällt mir nicht. Ich glaube, mir kommen so langsam... Ich glaube, mir kommen wirklich so langsam... Wird bald ein Boss kommen. Habe ich so das dumpfe Gefühl. Ich meine, viele Sachen, wo nicht viel kommt. Es ist auch ruhig. Es ist sehr ruhig. Es ist zu ruhig. Und hier hauen sie natürlich nochmal richtig rein. Na gut. Aber kein großes Problem. Ich habe zu viel seltene Sachen, dass sich das für mich wirklich lohnt hier. Und die Frage ist, möchte ich meinen Nachtara nochmal losschicken?
Ich gehe nochmal kurz zurück in die Stadt. Und rede mal mit dem anderen Lappen hier, mit diesem Roboter. Ja, ich hab's geschafft. Ein fantastisches Abenteuer. Ebene 18. Sie haben eine neue Quest. Das sieht doch schon mal gut aus. Aber hier mit diesem alten Mann irgendwie, weiß ich nicht, was ich da finde. Ich mache natürlich direkt weiter, ne? Das ist klar. Aber wenn ich schon mal hier bin. Hundefisch! Jawohl! Das wollte ich haben. Den wollte ich haben. Auf Wiedersehen. So. Habe ich dem Justin ja versprochen. Jetzt haben wir einen Hund. Hundi! Jawohl, jetzt hat's endlich ge... Jo. Na, Hundi. Super. Mal gucken, ob ich den umbenennen kann. Nee, kann ich nicht. Schade, ich kann meinen Hundi nicht umbenennen. Aber nach Tara ist auch ein guter Hund. Jetzt haben wir ein Hündchen. Beziehungsweise ein Wölfchen. Das ist ein Husky. So, wir sind hier immer noch Ebene 17. Wir haben die Quest bekommen. Den auf Ebene 18 zu klatschen. Hat Ravenu, das ist okay. So. Ich brauche wieder ein bisschen Mana. Aber es läuft. Jetzt die Frage, laufe ich hier richtig? Sieht für mich aber so aus. Ich möchte ja natürlich alles erkunden hier. Endlich mal Schaden. Also Hundi, mach mal hier Platz. Ich brauche dich für andere Sachen. Frauchen macht Aua und du machst Bohaua. Aua, Bohaua. So, der spammt seine Fähigkeiten. Das ist soweit ganz auch noch. Das ist auch okay. Unser neues Hündchen. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich beide Quests auf einmal erfüllt. Das ist super. Da gehe ich natürlich auch direkt in die Stadt. Es ist krass, dass diese beiden Nebenquests, dass die sich wirklich alle auf eine Linksbums beziehen. Stufe 19, das ist gut. Eine neue Quest. Guten Tag. Was? Ja, komm, ich nehme es einfach an, Berlin. Wer guckt die sich überhaupt an? Oh. Das mache ich aber beim nächsten Mal. Hier gucke ich jetzt mal ein bisschen wirklich auf die Zeit. Ich glaube, die Hauptquest kannst du wirklich durchpetzen.
Das möchte ich jetzt nicht so lang machen. Jawohl. War zwar nicht viel, aber es war okay. Hallo, ich würde gerne, danke. Sie haben Ruhe erlangt. Oh, war das beides? Oh, das wäre super. Nein, mein Dingsbums ist voll. Okay, ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas finde, was mir gefallen könnte. Bei den Ringen vielleicht. Gift, Feuer, Magie. Was haben wir hier? Elektrizität, hohes Zaubertempo. Nein. Das kriegt alles unser neuer Dogo. Das kann auch weg. So, Stufe. Nein, falsch rum. So. Was haben wir hier? Ja, die Schützin ist fast voll. Ich habe sogar 2 Punkte. So, Entschuldigung. Danke für das. Gesundheit, falls das jemand gesagt hat. Das ist hier zu offensichtlich gewesen. Hey! Ihr Lümmel! Könnt doch einfach nicht meinen Hund angreifen. Ich glaube, es geht los. Da muss ich erstmal seinen neuen Körper gewöhnen. Glaub hier. Glaub, es hackt. In gerade mal 5 Minuten Hund schon wieder von irgendwelchen Lümmeln aufgespießt. Nee. Das wollen wir nicht machen. Das ist nicht gut. Nicht möglich. Ja, ich weiß doch. Oh. Einzigartiger Buchen. Doppelschaftbogen. Das kann wahrscheinlich alles weg. Ich bin überlastet. Nein! Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. So, dann verkauf mal Sachen, mein Freund. Verdiene dein Futter! Okay, Schwarzwasserkanebuchse oder einzigartiger Doppelschaftbogen. Körperlichen Elementarschaden 9%, erhöht Fernkampfreichweite um 2 Meter und 4% höhere Erfahrung. Aber dafür mehr als die Hälfte. Weißt du was, ich mach so, den hebe ich mir mal auf und guck mal, ob ich den vielleicht, ob der stärker wird, wenn ich den verzauber. Dann könnte man natürlich... Mana schreien bedeutet für mich... Ich habe nicht genug Mana. Bedeutet für mich Mana verschwenden. So, jetzt will ich mal... Frage, bin ich jetzt hier richtig oder nicht? Ich glaube.
glaube allerdings schon. Okay, das braucht noch ein bisschen. So, dann kommt mal raus, neuer Verderben. So, warte mal. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Oh, 1200. Unser Nachthara ist ein Tier, ist ein Hund, den kannst du losschicken. Den kannst du wirklich losschicken. Ah, 4 Stärke und Dingsbums. 4 Stärke und Geschicklichkeit. Ich den goldenen Ring mal los. Natürlich hier plus 23 Eisschaden, aber Magie finden 1% brauche ich jetzt auch nicht. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ich habe hier noch was vergessen. Auf der Map mal guckt, habe ich hier in der Ecke was vergessen. Und da möchte ich jetzt natürlich noch den Erkundungstrip mitnehmen. Wie lange sind wir dann schon? Schon fast eine halbe Stunde. Ich denke mal, das wird dann auch reichen mit der Hauptquest. Hier komme ich so nicht weiter. Alles wunderbar. Easy peasy, lemon squeezy. Dann haben wir das auch schon. Jo, dann hat sich das eigentlich gegessen. Gut, dann haben wir den. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Aber so langsam macht meine Stimme auch schlapp. Das sollte ich jetzt mal vielleicht ein bisschen aufpassen. So, dann kommt mal raus und gibt neuer Loot. Der Big Loot, der Big Loot, der Big Loot, 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 der Big Loot, der Big Loot, der Big Loot, Loot, Loot. So, hier geht's weiter. Ja, natürlich hier Aua, 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 Aua. Na super, wunderbar. Hast du dich vergiftet? Mein armes Hundilein. Muss, Frauchen, muss Mama Lane dich jetzt gesund pflegen. Mache ich doch gerne. So. Ja, komm, weg mit dem ganzen Kram. Ich glaube eh nicht, dass ich hier noch irgendwas finde, was mir wirklich gut tut. Gut tut. Das Auto macht tut, tut. Fange ich an, Feuerschaden zu machen? Warum kommen da keine Gegner raus? Treppe nach unten. Jo, und ich würde sagen, damit beende ich auch diesen Part.
Wo wir jetzt hier großer. Wir sind in der Hauptstory auf jeden Fall sehr, sehr gut weitergekommen. Das freut mich riesig. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Zuschauen, genauso viel Spaß wie ich beim Spielen. Und bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao mit V. Bye, bye.